Und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge der FC Augsburg Trainerkarriere. Wenn euch die heutige Folge gefällt, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst auch ein Abo da. Und in dieser heutigen Folge werden wir das Spiel gegen Dortmund angehen und gegen Bielefeld. Es ist jetzt ungefähr der fünfte Anlauf, wo ich dieses Video eigentlich bearbeite. Es war schon fertig, aber das blöde System hat meine Facecam nicht aufgenommen. Und deshalb muss ich jetzt diese Folge leider Gottes 18 Minuten lang nachkommentieren. Puh. Leute, aber für euch mache ich das gerne. Für euch 155 Abonnenten draußen mache ich es gerne, damit ihr ein anständiges Video von mir bekommt. Ohne Fehler, ohne nichts. Ein perfektes Video. Deswegen werde ich manchmal manche Szenen natürlich unkommentiert lassen, weil es jetzt ungefähr schon der fünfte Anlauf ist. Aber ich möchte dieses Video auf jeden Fall heute und jetzt endlich fertig haben und endlich hochgeladen haben. So. Auf jeden Fall in dieser heutigen Folge habt ihr gesehen, geht es gegen Dortmund und Bielefeld. Dortmund ist auf Platz 4, Bielefeld ist unser Gegner später, die sind auf Platz 9. Wie ihr seht, Bielefeld ein direkter Konkurrent, wenn es im Kampf um den Klassenerhalt geht. Erstmal müssen wir aber gegen Dortmund bestehen und Dortmund ist immer so ein Gegner, wo ich eher Angst davor habe, weil Dortmund ist so ein Team, was echt schwierig zu bespielen ist. Ganz klar, Top-Mannschaft in der Bundesliga und auf jeden Fall ein echt schwieriges Match gegen den BVB. Wir werden allerdings mit Giekewitz spielen. Früchtl hat in der letzten Partie ein gutes Spiel abgeliefert in Freiburg und jetzt das zweite Auswärtsspiel in Folge gegen Dortmund wollen wir auf jeden Fall gewinnen. Wir werden mit Gummi spielen, mit Oxford, Udukai und Jago in der Verteidigung. Das Mittelfeld bilden André Hahn, Niklas Dorsch, Albert Wagner und Ruben Vargas. Und vorne anstelle von Schade und Hahn darf wieder Ricardo Pepi ran. Neben Flo Niederlechner. Mitnehmen werde ich Handwerker. Pedersen darf leider noch nicht spielen. Seriri nehme ich mit für Richter. Als Joker, wenn es nicht so gut läuft. Dachte ich mir. Aber dann werdet ihr später vom Besseren belehrt. Und ich auch. Ich bin echt dann baff. Aber ich will nicht so viel verraten. Hier. Auf jeden Fall werde ich dann nichts mehr machen. So geht es rein ins Spiel gegen den BVB. Daniljic darf noch ran auf die Bank. Dortmund mit Kobel, Mario Rui, Hummels, Akanji und Morey in der Verteidigung. Dahoud, Bellingham und Can im Mittelfeld. Und in der Stürmerkette agieren heute Reyna, Haaland und Berardi. Das ist die Elf. Ihr seht es schon, ich werde auf Legende starten. Hier gegen Dortmund. In einem regnerischen Signal Iduna Park möchte ich auf jeden Fall gewinnen. Das ist völlig klar. Und wir gehen auch in Führung durch André Hahn überraschend in der 43. oder 44. Minute. Keine Chance für Gregor Kobel, dem Ex-Augsburger. Jetzt im Tor und jetzt im Dienst des BVBs. Überhaupt keine Chance bei diesem Abschluss. Der war einfach zu stark geschossen. Und André Hahn beschert uns hier kurz vor der Pause in der 44. Minute die Führung. Und können beruhigt in die Halbzeit gehen. Ehe es dann so weitergehen wird, wie es aufgehört hat. Wir machen das Spiel
zeige euch jetzt die restlichen Szenen hier aus dieser ersten Halbzeit. Und dann ist Halbzeit. 1:0 für den FC Augsburg hier in Dortmund. Bin sehr zufrieden mit der Leistung bis jetzt. Haben wenig zugelassen. Sie allerdings mit 3 Schüssen, ich nur mit einem und mit dem Treffer. Deshalb effektiv bin ich auf jeden Fall. Und das macht die Erfahrung hier aus. Das macht die Erfahrung ganz deutlich aus. Ich will nicht arrogant klingen und arrogant rüberkommen. Aber das macht einfach die Erfahrung. Wir spielen cool, wir spielen abgezockt und sind daher verdient in Führung. Ehe es dann in der 90. Minute der späte Ausgleich gibt's. Und nur ein Unentschieden anstatt 3 Punkte. Aber hätten uns die 3 Punkte wirklich gut getan hier. Natürlich ist die gelbe Wand da. Aber dass das Tor in der 90. Minute fällt, damit hätte ich echt nicht gerechnet. Weil ich habe echt mit einem Schützenfest der Dortmunder gerechnet, wirklich. Aber dass sie in der 90. Minute erst zum Treffer kommen. Giki wird es keine Chance lassen bei diesem Treffer, hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass sie uns vielleicht 4 Geschenke machen und wir dann mit einer Niederlage nach Hause fahren. Auf jeden Fall, der Torschütze war Zigankov. Ich hoffe, ich spreche diesen Namen gut aus. Auf jeden Fall war dann Schluss 1:1 in Dortmund. Ist natürlich sehr gut. Wenn wir in die Ballbesitzstatistik schauen, 55-45 Ballbesitz für uns. Einen Schuss haben wir gebraucht und der war drin. Und das war natürlich sehr gut. Dann habe ich das Interview nach dem Spiel gemacht. Wie ihr hier seht. Genau, der Pressesprecher. Heute konnte Hahn endlich treffen. Wird er das jetzt in den nächsten Spielen noch häufiger tun? Erfolg bringt Selbstvertrauen. Mit dem Erfolg kommt auch das Selbstvertrauen. Und nachdem Hahn heute endlich wieder mal ein Tor gemacht hat, hoffen wir alle, dass er vor dem Kasten noch gefährlicher wird. Das späte Borussia Dortmund-Tor hat ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ihr Kommentar? Wir können eigentlich mehr. So ist Fußball halt. So ist Fußball halt. Das passiert schon mal. Das Ergebnis müssen wir nun abhaken und uns aufs nächste Spiel konzentrieren. Dass wir auf jeden Fall gewinnen müssen. Es war klar, dass das heute schwer wird. Schließlich ist Borussia Dortmund ein gutes Team. Sind Sie mit dem Ergebnis zufrieden? Beide Teams haben sehr gut gespielt. Ich sehe uns eigentlich nie als Außenseiter. Wir gehen immer voller Selbstbewusstsein und Siegeswille ins Spiel. Vielen Dank, bitte keine weiteren Fragen. Genau, mal eine Pressekonferenz, das tut uns auch mal gut. Wir sind auf Platz 9. Haben eine Nachricht von Ricardo Pepi. Hey Boss, danke, dass Sie mir ein Ohr geliehen haben. Gerne, immer doch. Wenn du spielen willst, darfst du spielen. Nach 7 Spiele haben wir 9 Punkte. Geht weiter gegen Bielefeld. Gute Arbeit. Mit ihrer Hilfe konnte der Verein eines seiner diesjährigen Markenpräsenzziele erreichen. Und dafür möchten wir Ihnen danken. Wir hatten uns das Erzielen von Trikotverkäufen in Höhe von mindestens 15 Millionen Euro in dieser Saison zur Aufgabe gesetzt. Und ohne sie hätten wir das nicht geschafft. Machen Sie weiter so. Der Vorstand. Und dann hat Emile Gosens Frankreich abgegrast und er wird jetzt mal in Portugal auf Torwartreise gehen. Denn wie ihr hier seht, habe ich Torwart-Schwierigkeiten. Nur mit Giekewitz haben wir einen guten Mann da hinten. Aber möchte schon einen sehr guten Backup haben. Kubek ist dann doch nicht so stark. Hier hätten wir Loris Karius, auch wenn er Fehler gemacht hat gegen Real Madrid in Kiew, vor ungefähr 4 Jahren, glaube ich, war es, 2018, möchte ich mit ihm auf jeden Fall hier agieren. Friedrich Grönhoff ist auf jeden Fall auch nicht so ein schlechter Torwart. Alvaro ist leider verliehen, spielt aktuell bei Huesca, ist verliehen an Brentford. Und dann Tim Krul hier und jetzt ist es wieder soweit. Kurzer Stopp, wartet mal.
Sorry für den kurzen Cut hier, aber dann auf einmal kam die Szene, was ich eigentlich vermeiden wollte. Hier auf jeden Fall haben wir Torhüter gescoutet, wie zum Beispiel in Ethan Howard, der echt interessant klingt, aus der zweiten englischen Liga von Nottingham Forest. Und dann bleiben diese vier Torhüter übrig und wir gehen natürlich ins Spiel gegen Arminia Bielefeld, was ich natürlich gewinnen möchte. Das ist ein sehr wichtiges Spiel, das ist völlig klar. Ich habe England abgegrast und Alex Leon wird jetzt in der Schweiz auf Torwartreise gehen. Die Schweizer natürlich mit Jan Sommer, Marvin Hitz, Roman Bürki, eigentlich sehr gute Torhüter immer gehabt. Roman Bürki ist allerdings in den letzten Monaten oder Jahren etwas runtergegangen. Und das ist unser nächster Gegner, Arminia Bielefeld, mit Capino im Tor, Ramos, De Medina, Prietl und Brunner in der Verteidigung. Mittelfeld Krüger, Castro, Kunze, Lausen und Wimmer und vorne Klos. Unsere Aufstellung könnt ihr mal kurz anschauen. Giekewitz im Tor, Petersen, Nudukay, Uxford und Framberger. Vargas, Meier, Dorsch und Günther. Und vorne lasse ich mal Ritter und Zahiri eine Möglichkeit. Ritter darf sich mal von Beginn an zeigen. Und ob es uns gelingt, gegen Bielefeld zu bestehen, das werden wir sehen. Ich werde auf Legende spielen. Und auch Günther darf zu seinem ersten Einsatz kommen hier in Augsburg. Und da gehen wir leider in der 11. Minute oder in der 12. Minute durch Klos in Rückstand. Das habe ich mir natürlich ganz anders vorgestellt. Deswegen habe ich auch einen Ritter und einen Zahiri aufgestellt. Aber wenn man das hier sieht, zu passiv in der Verteidigung. Und dann ist Klos alleine auf weiter Fuhr. Und macht das 1:0. Keine Chance für Rafa Giekewitz hier im Kasten der Augsburger. Drittes Tor im sechsten Spiel für Klos. Ich habe Bielefeld ehrlich gesagt unterschätzt, denn Wimmer in der 43. Minute mit dem 2:0. Und das bei uns zu Hause, das ist echt überraschend. Bielefeld führt uns im eigenen Stadion vor. Und wie? Ja, okay, Giekewitz pariert den ersten, aber den zweiten dann nicht. Und klar, dass Wimmer dann diese Chance nutzt. Keine Chance für Rafa Giekewitz im Kasten. 2:0 für Bielefeld hier in Augsburg. Das ist natürlich echt schlecht. Sorry an dieser Stelle für den kleinen Cut. Hier auf jeden Fall das 2:1 durch Alfred Fimbogason. Wir sind wieder zurück im Spiel. Keine Chance für Capino im Kasten der Jungs aus Bielefeld. In der 54. Minute ist das Tor gefallen. Aber so gefällt es mir natürlich, so kann es auch weitergehen. Ob es auch so weitergehen wird, das werden wir sehen. Auf jeden Fall sind wir dann doch zurückgekommen und Fimbogason hat das Tor gemacht. Er ist eingewechselt worden, um uns zurück ins Spiel zu bringen. Und dann kommt in der 87. Minute wieder so spät, nachdem wir zwei Abseitstore gemacht haben, das 3:1 für Bielefeld. Und somit die kalte Dusche hier in diesem sehr schwierigen Spiel. Und an dieser Stelle, sorry, wenn die Kamera bisschen immer wieder bisschen verschwimmt, sagen wir mal so. Also automatisch sich fokussiert. Entschuldigung an dieser Stelle. Sorry. Ich hoffe, das ist nicht so brutal. Und somit ist leider auch das Spiel vorbei. Wir verlieren mit
3:1 gegen Arminia Bielefeld. Und das ist natürlich im ersten Moment sehr schlecht. Aber trotzdem sind wir auf Platz 11. 8 Spiele, 9 Punkte. Das ist absolut okay. Besser und besser, als wenn wir Letzter wären. Und wir waren ja einmal schon in dieser Situation. Am Anfang der Saison waren wir auf Platz 16 nach dem desolaten Saisonauftakt. Gegen Hoffenheim eine 1:2 Niederlage geholt. Gegen Frankfurt leider Gottes ein Unentschieden nur geholt. Gegen Leverkusen dann das 1:0. Und der erste Sieg gelang uns dann in Gladbach oder zu Hause gegen Gladbach, als wir 5:1 gewannen. Jetzt müssen wir allerdings nach vorne schauen. Der nächste Gegner ist auf Platz 15, ein Team, was man durchaus schlagen kann. Aber Mainz auch immer wieder ein Team, was natürlich sehr unangenehm werden könnte. Trotzdem bin ich guter Dinge, dass wir Mainz schlagen können. Auswärts in der Opel Arena oder in der MEWA Arena. Wie auch immer die Arena von den Mainzern heißt. Schreibt es mal in die Kommentare, ihr Mainzer, in der nächsten Folge. Heißt es MEWA Arena oder MEWA Arena? Schreibt es mal rein. Auf jeden Fall geht es dann weiter gegen Teams wie Wolfsburg, die auf Platz 2 sind, allerdings dann im November, also in der übernächsten Folge. Nächste Folge erstmal das Spiel gegen Mainz, dann das Pokalspiel gegen Freiburg und das Spiel dann zum Abschluss in Stuttgart oder zu Hause gegen Stuttgart müsste es sogar sein. Auf jeden Fall, wenn euch die heutige Folge gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren und dann sehen wir uns morgen zur nächsten Folge der PSV Eindhoven Karriere. Bis dahin, macht es gut, haut rein und ciao.